Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast einen schönen Sommer gehabt. Trotzdem, oder vielleicht genau deswegen. Ich habe so alles gemacht, was ich machen wollte. Ich war im Meer, ich war in die Berge, habe echt viel gemacht. Und jetzt ist es aber soweit. Er ist vorbei. Um was geht es heute? Heute geht es meiner Meinung nach um ein grundlegendes Thema und sogar um ein ziemlich cooles Thema. Und zwar den Tod. Ich habe mir letzter Zeit sehr viel Gedanken darüber gemacht und zu welchem Schluss ich gekommen bin und wieso ich den Tod die Grundvoraussetzung sehe, oder beziehungsweise der das Leben erst lebenswert macht, was das eigentlich für uns Sportler heißt oder heißen kann. Weil das interessiert dich ja, weil sonst schlussendlich wird das uns das Video vielleicht nicht anschauen. Und dann bleib einfach dran. Ich lahm mich bei dem Video ziemlich weit aus. Also ich würde sagen, ich mache es jetzt trotzdem. Also, falls dich nicht interessiert, vielleicht hast du die 10 Minuten oder Viertelstunde oder was das dauern wird, Zeit. Dazu muss ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich wollte 20 Jahre lang einen Hund haben. Gell? Also das war so ein Herzenswunsch von mir. Ich habe immer gesehen, meine Schwester hat dann einen Hund gehabt und ich wollte da unbedingt einen haben. Und dann hat die Zeit passt, ich habe genug Zeit gehabt. Und ich habe mir gedacht, passt, jetzt nehme ich mal an. Und da bin ich alle möglichen Tierheime abgefahren, weil ich wollte keinen Rasehund haben, wobei, wenn es ein Rasehund gewesen war, war es mir auch wurscht gewesen, ich habe was gegen das Züchten, gell? Weil ich finde, es sind genug arme Kreaturen suchen ein Platzl, deswegen, auch wenn du mal sowas machen willst, mach's vielleicht gleich. Und da bin ich halt von Tierheim zu Tierheim gefahren, ganz Österreich, und irgendwie war da nie ein Hund dabei. Und dann bin ich mal über so einen steirischen Tierschutzverein, bin ich dann nach Ungarn gekommen. Und da ist gleich nach der Grenze so ein Tierheim und da sind da die Zwinger so außen, gell? Das heißt, das ist ein Winter und Sommer draußen. Und da bin ich halt dann ins Areal eingegangen und auf der rechten Seite war so ein Zwinger. Und in der Zwinger war so ein schwarzer Wutzel drinnen. Gell? Und der Hund hat mir gleich taugt, weil die hat sich nicht so aufgefiert, so die was die böt und hin und her, sondern die hat nur geschaut und manche von euch kennen sie ja schon. Und sonst nichts. Und umgeschmiert dann wie ein Kotz. Zwei, drei Zwinger weiter. Und der Hund ist halt bei mir eingezogen dann. Mittlerweile sind schon im September haben wir so ein Dreijähriges gehabt. Und drei waren es, drei Zwinger weiter, war der Ronny. Der Ronny ist, vielleicht kennst du das, ist ein ziemliches Gerät. Gell? Vielleicht hast du einen Hund schon mal gesehen, so eine Rottweiler-Mischung. Und wenn du da so vorbeigegangen bist beim Zwinger, hat sich der voll aufgeführt. Ja. Und je näher, dass du aber zugegangen bist zum Zwinger, beziehungsweise wenn er gesehen hat, hey, du kommst eigentlich nur zu, weil du willst eh nichts Böses, dann war er wie ein Kotz. Also der hat immer geschmiert, das sage ich dir. Und mittlerweile sind es 3 Jahre, ist das her, ist die Seele jetzt bei mir. Und der Hund ist aber noch immer dort. Und da stelle ich dir jetzt die Frage, und die tote Hund kommen alle aus einer Tötung. Gell? Und da stelle ich jetzt die Frage, da stelle ich mir jetzt die Frage, was ist besser, dass man den dort einschläfert oder da schießt, oder dass der jetzt da dort ein Leben lang dahin gefreit und den Zwinger. Der wird nie einen Platzl finden. Und das ist ja unser Credo, was uns Menschen angeht, oder das Leben über alles. Gell? Leben über alles, alles muss leben und es muss so weitergehen wie vorher. Und besonders bei den Menschen, ne? Wir unterscheiden, das ist gutes Leben, das ist nicht, das ist Wurscht. Ne? Wir unterscheiden beim Hund, ne? Ein Hund tun wir retten, andererseits fordern wir dann wieder Sachen, wo die Viecher dort, die was in dem Hundefutter drinnen sind oder Katzenfutter oder was auch immer, nicht mit Samthandschuhen angefasst worden sind. Gell? Übrigens, die Seele ist vegetarisch, tut dir besser als Fleisch. Also falls du mit den Gedanken spielst, und ich habe da nichts gegen den Tod, sondern wie mit den Viechern umgangen wird, bevor es das Zeitige segnet. Und das heißt, wir retten dort das andere ist uns wurscht. Ne? Das ist ja auch so, ein Corona-Toter, also zumindest, wenn man das gefunden hat, was ja auch nicht sicher ist, aber nur jetzt für die Statistik und für das, um dir das plausibel zu machen, ist mehr wert als einer, was ein Herzinfarkt stirbt.
Ne? Oder der, was zum Beispiel ausgeht, Radl fahren und dann einen Unfall hat. Und das heißt, oder Viecher die, oder irgendeine andere Kreaturen, oder wenn es irgendwo ist, Hauptsache mir geht es auch, mir geht's auch gut. Ne? Dass wir auf Kosten von anderen leben, zum Beispiel, ist wurscht. Ne? Und das ist menschlich. Ja? Und jetzt wirst du sagen, du tust gleich drehen, die betrifft es ja nicht oder hin und her. Jetzt will ich dir was sagen. Vor 3 Jahren ist meine Oma gestorben. Und meine Oma hat damals die Diagnose gehabt, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und wenn du dich ein bisschen auskennst, weißt du, dass das eine ziemliche Hardcore-Diagnose ist. Und meine Oma ist dann relativ schnell gestorben. Da hat es mir damals ziemlich die Haxen ausgerissen, gell? Weil für mich war das so meine letzte Verbindung so zu meiner Kindheit, wo wir immer gespielt haben, dort bei meiner Oma und hin und her. Und da hab ich lang gebraucht. Und ich war damals sehr traurig. Siehst du, und hat die das damals interessiert? Nein. Und das ist auch was völlig Menschliches. Also ich nehme das kein Übel, weil es einfach so ist. Wenn es uns nicht betrifft, interessiert es uns nicht. Ist es woanders, interessiert es uns nicht. Uns interessieren die Sachen erst, wenn sie auf uns zukommen. Oder wenn sie da sind. Und das ist zwar einerseits sehr dumm, andererseits was völlig Menschliches. Also ich will sagen, ich habe mich voll gefreut für meine Oma. Dass sie die Schmerzen nicht mehr mit haben muss und auch das zum Beispiel jetzt, dass ich das nicht mitmachen muss. Gell? Und das ist ja, wir wollen ja alles immer künstlich am Leben erhalten. Gell? Das heißt, künstlich am Leben erhalten, wie ob das jetzt, es ist genauso bei Menschen, ne? Ich habe das also makaber gefunden. Auf der einen Seite ist das jetzt mit den Älteren, mit Vorerkrankungen, was natürlich Risikopatienten sind. Und auf der anderen Seite will man halt jetzt so die Sterbehilfe, was ich die Woche so in der Zeitung gelesen habe. Für mich ist das sehr, sehr, sehr makaber, gell? Wobei ich nichts dagegen habe, muss ich auch sagen. Aber bitte glaub mir jetzt wieder nichts, das ist nur eine meiner Meinungen, gell? Und du wirst da bei meinen Videos, wirst da keine Fakten präsentiert kriegen. Du wirst da, wenn es einmal ist, ein Ergebnis präsentiert kriegen, aber keine Fakten, weil ich finde, Meinungen und Fakten werden heutzutage sowieso viel zu sehr verwechselt. Deshalb sparen wir uns das, da kriegst du nur meine Meinung. Wir wollen immer alles künstlich am Leben erhalten. Und es ist egal, ob das Menschenleben sind, es ist egal, ob das jetzt bei den Tieren ist, es ist egal, ob das ein System ist, es ist egal, ob das Beziehungen zu Menschen sind, das heißt Sachen, was eigentlich schon tot sind, ja, die will man immer noch mit allen möglichen Dingen festhalten. Wieso? Weil man nicht weiß, was das Neue ist. Also da geht es um die Veränderung. Ja? Und man krallt sich da immer fest, obwohl man eigentlich eh weiß, hey, das ist tot. Ne? Und genauso ist es bei uns Sportlern ja auch. Und das ist ja so, und wenn man den Tod, und da ist aber der Gedanke, angenommen, der Tod wäre was Schönes. Damit meine ich das jetzt nicht mit den Jungfrauen, gell? Aber angenommen, nur mehr der, wo man sagt, man freut sich drauf. Und woher kommt es das eigentlich, dass wir so Angst vor dem Tod haben? Da geht es um das Ungewisse, da kommt es um die Veränderung, weil wir hassen Veränderung, das ist bei den Viechern das Gleiche. Gell? Und ich mag es aber sehr gern. Und wenn wir einfach das Ungewisse, wenn wir nicht wissen, was das ist, dann macht das bei uns Angst. Das ist ja manchmal, wird das künstlich produziert, manchmal ist das auch legitim, weil man da halt gewisse Dinge gespeichert hat, aber das macht Angst. Das heißt, es geht da gar nicht so um den Tod, als um das, was wir nicht wissen. Und genau deswegen habe ich mich sehr viel beschäftigt mit der Thematik und immer da sehr viele Videos angeschaut oder sonst auch gelesen und ich bin zu einem Schluss gekommen. Die, was schon mal so Nahtoderlebnisse gehabt haben, da ist kein einziger zurückgekommen und hat gesagt, hey, na Gott sei Dank bin ich wieder da. Die Leute haben ziemlich psychische Probleme gekriegt, Depressionen und was der Teufel los ist noch. Okay? So wie die das erzählt haben, tut so was Schönes war. Und so arg, dass das so klingt. Und genauso ist es bei diesen Leuten. Das heißt, angenommen, da gibt es wirklich was. Das heißt nicht, dass ich dann glaube, wobei ich schon denke, irgendwas gibt es da, was Größeres. Ja? Und
Das, und wir spielen einfach nur die Rollen. Wir schlüpfen in den Körper. Gell? Manche reden da von der Seele oder was auch immer. Gell? Ob, wenn man daran glaubt, zum Teil kann ich was davon anfangen, zum Teil aber nicht. Und da schlüpft man in den Körper und sagt, okay, gut, ich mache das jetzt, weil ich jetzt will was erleben. Gell? Und angenommen, das wäre so, wenn man sagt, das Leben oder einer war schlimm, das wäre so wie wenn es dann zum Beispiel, hat man früher gemacht, gell? So ins Winkel gestellt und sagt, nein, du den Blödsinn, du stellst ins Winkel. Angenommen, das Leben wäre so wie das Winkel stellen. Und sagt, hey, du hast das jetzt noch nicht gelernt, also gehst jetzt einmal 80 Jahre leben, damit du das endlich merkst. Ich mag nicht schon wieder leben. Und dann, wenn du das geschnallt hast, dann ist das Thema gegessen. Aber andersherum, da ist, sagen wir, der Fredel Seele, gell? Und er sagt, hey, was tust du das jetzt mal machen? Das ist sicher geil und die Sachen möchte ich jetzt mal erleben. Und schwuppsdiwupp holt er sich einen Körper und dann macht er das einfach. Nur hat er überhaupt nicht damit gerechnet, dass der Körper ein Hirn hat, wo wahnsinnig viel Blödsinn drinnen ist und sagt, nee, das darf ich nicht und das kann ich nicht machen und das darf ich nicht sagen. Das heißt, es geht da um Erfahrungen machen, es geht da was um zu erleben. Und genau deswegen finde ich mein Job auch so cool, weil zu mir Leute kommen, die was hätten und sagen, hey, das würde ich gerne mal machen oder das mache ich. Oder ich bin mit dem, was ich bisher gemacht habe, einfach nicht dorthin gekommen, wo ich eigentlich gerne hin will. Ja? Und da haltet manche aber immer, der redet fünfmal gegen die Mauer. Also wenn du dazukehrst und fragst dich mal, was sind die Gemeinsamkeiten bei den Dingen, wo ich immer dagegen gerannt bin? Sonst die Leid, sonst ist es mein Denken, weil aus dem entsteht ja auch alles. Ist es die Ernährung oder was der Teufel was weiß noch? Ja? Man kann natürlich immer alles schön reden, weil das ist ja auch sehr oft, aber ich bin ein Fan davon, das liegt, das hat's. Und wenn es einen Sinn im Leben geht, weil bitte das ist auch wieder nur, so wie ich denke, dann ist es das, einfach eine Erfahrung zu machen. Man sagt, hey, das Leben vielleicht doch als Spiel zu sehen, weil irgendwie geht irgendwann bei uns alle der Deckel zu. Manche wollen es zwar nicht wahrhaben und man ist, das ist ja eins der Kreden, ja, wenn das Menschsein, oder wenn man will, ewig leben, gell? Und da denke ich mir, wenn du es bis 60 oder 70 Jahre noch nicht geschnallt hast, was Leben ist oder was richtig Leben ist oder auch das schöne Leben, dann wird es nachher auch nicht mehr viel besser. Weil das ist ja auch so, ne, man tut immer alles, so wie das System halt auch jetzt gelaufen ist, ne, man nimmt alles auf Pump. Ne. Da tut man ein Haus kaufen und dann tut man ein Auto da lesen dazu und ein Handy, was ist ja alles mit 0% Finanzierung. Und genauso ist es ja mit unserer Gesundheit auch. Ne. Da haben wir uns das eine bewegen. Okay. Was bist denn du für Trottel? Du gehst Radl fahren. Ja, oder dann nehmen wir halt irgendwelche anderen Sachen und dann schon schief angeschaut, wie es mit 60 oder 70, so wie es bei meiner Mama ist, gar keine Medikamente nimmst. Das heißt, wer profitiert von dem ganzen Leben? Wer profitiert von dem langen Leben? Ja, und oder so wie es ja jetzt ist, ne, wie so mit den Älteren, mit Vorerkrankungen und sehr viele kennen was für die Vorerkrankungen dazu. Nicht alle, aber ich bin sehr wohl der Meinung, wenn man es will, dann wird man da unterscheiden können, beziehungsweise da das auch dementsprechend machen können. Es ist nur Wille. Wo Wille ist, da ist ein Weg, aber ja. Und das heißt, es ist so, wir schützen 80-Jährige und alles andere ist halt momentan ziemlich am Arsch. Gell? Aber dass da nicht um Gesundheit geht, ich glaube, mittlerweile weiß man das. Und es ist ungefähr so, das heißt, welche, die was Schindluder drin haben, sehr Leben lang, gell? Und für mich ist das völlig okay. Nur, wenn ich schnell mit dem Auto fahre, dann muss ich auch dafür zahlen. Aber momentan ist es so, wenn ich schnell mit dem Auto fahre, zahlen andere. Nur um dann einen Vergleich zu haben. Gell? Vergleich hinkt ein bisschen, das gebe ich zu, aber ich glaube, fürs Verständnis passt es. Das heißt, für mich können auch wirklich nur welche sagen, dass das der Tod so schlimm ist oder das Leben so super ist, ja, die was das vielleicht auch erlebt haben. Ja. Und vielleicht tust du die Arbeit einmal an oder vielleicht forschst du selber einmal noch, weil wenn du mal siehst, dass der Tod nicht schlimm ist, dann gewinnt das Leben wieder an Bedeutung. Und nicht mehr, es ist sowieso wurscht, muss man machen, weil wir sterben ja alle. Nein, es geht ums Wie. Das ist genauso wie im Training. Es geht um wie du trainierst und nicht wie viel du trainierst.
Und das ist es ja. Das heißt, das gewinnt wieder an Bedeutung, was du jetzt machst oder wo du sagst, hey, okay, gut, mir bleibt nur die Zeit. Wenn ich die verschwende, natürlich geht dann der Arsch auf Grundeis, ne? Wenn er dann sagt, hey, mein Gott, jetzt wollte ich eigentlich noch so viel machen, aber jetzt bin ich schon 60 oder jetzt bin ich schon 50 und da bleibt, natürlich will ich dann länger leben und geht mir der Arsch auf Grundeis, ne? Weil ich das ja noch nicht gemacht habe. Oder glaubst du, wenn du das so machst oder wenn du bereits Dinge erlebt hast und wirklich gelebt hast, im Sinne von, hey, das ist so, du hast das gemacht, was dich immer hingezogen hat, ja, du hast geliebt, gelebt, ja, das heißt mit allen Höhen und Tiefen, weil das Leben unterscheidet ja nicht, aber jetzt gleitet man da ein bisschen ab, aber das heißt, wenn du das machst, was du gern tust oder das auch schon gemacht hast, glaubst du, dass es dann so schlimm ist, wenn es dir dann einmal das Zeitliche segnet? Und das ist es. Das heißt, wenn du Erfahrungen machen willst oder genauso, die was zu mir kommen und da was Gescheites draus machen wollen, dann kannst du ja jetzt unten bewerben, gell? Gib da unten die Adresse. Kannst du das auch gern machen. Vielleicht passt es ja zwischen uns. Und das ist es. Das heißt, es beginnt oder es kommt wieder eine gewisse Intensität in das Leben rein. Ja? Und wieso? Weil es um was geht, weil es ist, aber wenn du rausgehst, was machst, ja? Und natürlich gibt's auch Sportler, die was das nur machen wollen, okay, um sein Ego zu befriedigen, ist ja auch legitim, gell? Aber nur das ist nicht mein Ort. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, wenn ihr merkt, geht in die Richtung, das passt eben nicht so zu mir. Aber wenn man wirklich was erleben will und da weiter und besser werden will, ja, es geht ja auch, sie weiterzuentwickeln, gell? Wenn man es will. Und wer sagt, dass ihm nichts sterben darf? Weil das ist ja bei uns. Und genauso wie es in der Natur ist. Und wie es jetzt im Herbst ist, und die Pflanzen gehen ein, ne, weil es kalt wird. Ja. Und weil, wenn nichts eingeht, dann haben wir da ziemliches Problem einmal auf der Welt. Wenn alles immer und ewig leben hat. So, das war's für heute. Ich hoffe, der eine oder andere Gedanke war für dich dabei. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir einen Daumen nach oben. Wenn es dir gut gefallen hat, dann teile das Video. Oder abonniere meinen Kanal, dann bist du immer am Laufenden. Also Sportsfreund, ich würde vorschlagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa.